teilweise. Diese Geschichte beginnt eigentlich nicht mit dem Baum, obwohl die Überschrift so ist. Sie beginnt mit dem Feuer. Es beginnt damit, dass das Feuer sich nährt von verschiedenen Ebenen, von der Erde her durch das Holz und vom Sauerstoff her vom Luftelement. Und die Flamme ist genau dazwischen als drittes Element. Dann wurde gesagt, dass das vierte Element, das Wasser, sich diesmal ganz rauszuhalten hat aus diesem Prozess. Das war mal der Anfang von der Geschichte. Also zuerst hatten wir es mit dem Verbrennungsprozess in dieser Geschichte zu tun. Warum ist das wohl so wichtig? Weil wir uns in dieser Geschichte mit dem Fall des Baumes als Symbol befassen. Und weil der Baum fällt, weil ein Sterben da ist, beschäftigen wir uns paradoxerweise mit der Flamme des Lebens. Weil dadurch, dass das Alte vollständig zu Asche zerfallen kann, kann das Neue erst wirklich auferstehen. Und dann später, als wir das verstanden haben, kam sehr stark das Wasser ins Spiel. Und zwar in dem Moment, wo die Asche vollkommen zu Staub wurde, wo der Wind den Staub trug und so lange trug, bis er zur Erde zurückkam. In dem Moment, wo Erde sich mit der Asche und dem Staub verband, kam das Wasser ins Spiel. Ich denke mal, dass die wenigsten gleich in der ersten Phase, wo sie das gehört haben, so erzählen können. Es ist interessant, dass wir uns generell auch nicht unser Leben so merken können. Schritt A führt zu Schritt B, führt zu Schritt C, führt zu Schritt D in unserem Leben. Und irgendwann ist das Finale dann vielleicht bei XYZ da. Wir alle könnten das Leben nicht so erzählen, wenn wir spontan unser Leben erzählen sollten. Wir würden es ganz anders erzählen. Wir würden einfach mal gefühlsmäßig eine Episode ins Spiel bringen, die etwas mit unserem ganzen Leben zu tun hat. Und dann würden wir drumherum mehrere andere Episoden hinaufbringen, also sozusagen andocken, sodass sich unser Leben wie ein ganzes holographisches Bild aufbaut. Und das ist sehr wichtig. Warum erzähle ich das? Weil das etwas zu tun hat mit dem Gehirnteil, den wir hier aktivieren. Wir aktivieren nämlich mit der Geschichte einen Teil unseres Gehirns, der heißt Hippocampus. Das heißt übersetzt Seepferdchen. Also hat das Seepferdchen damit zu tun. Interessant ist, dass das Seepferdchen ein Fisch ist, was aufrecht schwimmt und was sehr spezielle Eigenschaften hat in der Fortpflanzung. Das Männchen übernimmt nämlich die Frucht, brütet die Frucht aus und gibt sie dann ins Leben preis. Wenn das Männchen das Yang ist nach den alten Chinesen, heißt das, übersetzt auf uns, scheinbar ist dieser Teil des Gehirns mehr Yang aspektiert. Und das Yang sorgt dafür, dass es die Brut der Ideen in sich trägt und dann irgendwann freilässt ins Leben rein. Das ist nur eine symbolische Übersetzung, aber ich könnte mir vorstellen, dass interessante Ergebnisse dabei rauskommen, wenn man das ein bisschen vertieft. Der Hippocampus heißt also übersetzt das Seepferdchen. Und die Mediziner sagen noch ein Wort zu diesem auf Deutsch. Sie sagen Amonshorn, nach dem Gott Amon. Die Amonshörner sind diese versteinerten Schnecken. Diese spiralähnlichen Schnecken, die wir auf Steinen heute noch finden, als Fossilien, von einem Tier, was ein Kopffüßler war, was genau umgekehrt war, also ein Kopffüßler. Die Worte sind ja sehr wichtig in diesem Seminar, weil es heißt ja auch Heilung durch das Wort. Wir gehen auf das Wort, nehmen die Bilder und gehen von einem Bild zum nächsten, immer tiefer in unsere Welt des Kopfes hinein. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt jetzt am sechsten Abend. Wenn wir diesen Geschichten lauschen, dann sind die in unserem Kopf. Wenn wir das auf ein Tonband hätten mit Kopfhörer, dann ist das Ganze in unserem Kopf. Und alles, was außen ist, ist gar nicht mehr so interessant. Die Welt spielt sich in unserem Kopf ab.
plötzlich. Zwischen diesen zwei Ohren in unserem Gehirn bewegt sich das alles in unserer Vorstellungswelt. Und wenn wir genau zuhören, haben wir auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas aus Fleisch und Blut ist, sondern das alles fühlt sich an wie ein Raum, in dem wir plötzlich sind. Die Asche fällt also zu Boden und in dem Moment, wo sie sich mit der Erde vermischt, kommt das Wasser ins Spiel, wo vorher das Feuer im Spiel war. Das Wasser treibt etwas Eigenartiges mit der Erde, sodass sich ein Spross erhebt. Und dieser Spross nimmt das Wasser auf, begierig wie ein junger Schwamm, und nimmt immer mehr in der Bewegung durch das Wasser Form an. Das heißt, er wächst in Gottes Natur. Durch das Wasser bewegt er sich. Das Wasser ist außen, das Wasser ist innen, so wird das in der Geschichte erzählt. Und dadurch wird er immer mächtiger und größer. Dann wird auch erzählt, dass die Rinde, die trocken ist, ganz natürlicherweise trocken sein darf und vom Feuer nicht verletzt wird, weil das Innere noch das Leben in sich trägt, was das Wässrige angeht. Und erst wenn das Innere so trocken ist wie das Außen, dann ist es so, dass das Wasser nichts mehr machen kann. Es gibt auf und der Baum beginnt sein Leben zu Ende zu führen. Die Trockenheit führt also dazu, dass das Leben zu Ende ist, dass der Baum fällt und dass wir dann am Ende dieser Geschichte wieder an den Anfang kommen. Also wir haben das in dieser Geschichte mit einem sehr archetypischen Bild, allein schon wegen des Baumes, zu tun. Wir haben es aber auch mit etwas sehr Interessantem zu tun, was wir letztes Mal schon besprochen hatten, in der Geschichte 5, wo wir auf Messerschneide gingen. Wir haben es zu tun mit der Schwerkraft. Es gibt mehrere Ebenen, wenn wir das vielleicht mal verfolgen können. Mehrere Ebenen. Das ist wichtig zu verstehen. Die erste Ebene ist immer die Schwerkraft des Körpers. Jeder hat das. Wir haben das sehr, sehr klar, wenn wir uns hinsetzen. Wumm, ne? Die Schwerkraft des Körpers gibt uns im Moment, wo wir sitzen, das Gefühl, aha, jetzt ist der Boden da, jetzt fühle ich mich sicher. Wenn der Boden jetzt nicht mir die Grenze geben würde, würde ich ja weiterfallen. Ich habe die Schwerkraft des Körpers in der ersten Ebene. Unter der leide ich natürlich auch. Zum Beispiel, wenn ich die Treppe nicht erfasse und die Stufe nicht erfasse, kann ich darunter fallen. Also ich kann unter der Schwerkraft des Körpers leiden oder zur Not auch an dem zerbrechen sogar, wie das jetzt beim Baum der Fall ist, der fällt. Dann in der zweiten Ebene habe ich die Schwerkraft des Gemüts beim fühlenden Wesen, zum Beispiel wir als Menschen. Ich kann durch meine Gemütssituation schwer werden, sehr schwer werden. Zum Beispiel, wenn ich traue um jemanden, ne? Dann kommt das aus dem Gemüt. Das beeinflusst selbstverständlich dann auch die Schwere meines Körpers, logischerweise, weil die miteinander zusammenhängen. Dann gibt es noch eine weitere Schwerkraft, das ist die Schwerkraft des Geistes durch niederziehende Gedanken. Also wenn ich immer wieder mich beschäftige mit den irdischen Belangen, zum Beispiel mit dem Sterben der Formen, mit dem Zerfall, mit dem Verlust, dann habe ich überwiegend meine Kraft in den Gedanken auf die materielle Energie und damit werde ich automatisch schwer. Diese drei Kräfte herrschen in uns. Gegen die Schwerkraft des Körpers können wir nicht viel tun, aber gegen die Schwerkraft des Gemüts können wir etwas tun und auch die Schwerkraft des Geistes kann durch transzendente Gedanken und Transzendenz überhaupt zu einer großen Entfaltung meines Geistes führen. Und wenn der Geist entfaltet ist, bin ich Leichtigkeit im Sein, wie wir letztes Mal gelernt haben. Die Leichtigkeit im Sein hilft mir, auf Messerschneide mein Leben zu führen. Ja, dann habe ich jetzt hier eine weitere Folie, wo ich das einfach mal ein bisschen tiefer erklären kann. Und zwar, ihr seht wieder in der ersten Ebene, Schwerkraft des Körpers bleibt gleich. Die ist immer gleich, gegen die arbeiten wir auch an. Die Schwerkraft des Körpers können wir nur eine Zeit lang in dem Sinne im Gleichgewicht halten, dass sie uns nicht erwischt, wie wir das bei dem Symbol des Baumes erfasst haben. Dann, wenn sie übermächtig wird, entsteht der Tod der Form. Das heißt, die Form fällt. Und wenn die Form gefallen ist, dann geschieht etwas, was immer geschieht auf diesem Planeten. Dann kommt die Veraschung. Der Veraschungsprozess setzt ein.
Selbst wenn es nur fault, werden durch Fäulnisbakterien Veraschungsprozesse angeleiert. Das heißt, ich habe es am Ende meines Lebens im Auflösungsprozess meiner physischen Hülle immer mit dem Feuer zu tun. Und am Anfang, wenn ich jung bin und sehr viele Pläne habe, habe ich es mit dem geistigen Prinzip des Wassers zu tun, mit den Ideen, mit dem Fließen, mit dem Weitergehen, mit dem Bewegtsein. Feuer und Wasser haben also eine sehr tiefe Verbindung miteinander und wirken in mir. Wir haben gehört, ganz am Anfang der Geschichte, dass das Feuer sich von zwei Quellen nährt. Das ist ziemlich einfach, wenn man es überlegt, aber man muss sich da klar werden. Ich muss einen ganz kurzen Moment mir das Bild gönnen. Die eine Quelle ist das Holz, was die Flamme braucht, die leere Form, also wo vorher die Lebenskraft drin war. Und die andere Nährquelle oder Nahrungsquelle ist der Sauerstoff. Flamme ohne Sauerstoff geht nicht, Flamme ohne Holz nur mit Sauerstoff geht in dem Sinne auch nicht, hier in diesem Bild. Also ich brauche zwei Quellen, nur das vierte Element, das Wasserelement, ist ausgeschlossen. Es gibt etwas sehr Interessantes in der chemischen Wissenschaft. Sehr bald, wenn man zurückguckt in die Chemie, haben die Menschen erfasst, dass die einzelnen Elemente einzeln so sind, wie sie sind. Man kann sie erforschen. Man kann sogar ihre Schalen erforschen, ihre Elektroden, man kann alles erforschen, was sie einzeln sind. Aber sobald sie sich zusammenfügen, werden sie etwas Neues. Eins der besten Beispiele in der modernen Chemie ist immer dieses Beispiel, was ich hier bringe. H und O. H2O. Ne? Wasserstoff an sich ist ein Gas und Sauerstoff an sich ist ein Gas. Und das sind zwei sehr interessante Gase, die alle interessante Eigenschaften haben. Aber in dem Moment, wo sie sich vereinigen, kommt etwas vollkommen Neues dabei raus. Das ist unser Wasser. Und das geschieht auch mit sehr, sehr vielen anderen chemischen Stoffen. Wenn wir bestimmte chemische Stoffe miteinander verbinden, kommt jedes Mal irgendwas anderes raus. Und die moderne Chemie hat inzwischen 6 Millionen von interessanten Verbindungen erfasst. Aber wenn sie weiter forscht, wird sie immer weiter finden. Sie wird so viele Vielfältigkeiten finden, dass das nicht mehr in unserem Kopf passt. Und auch nicht mehr in ein Studium. Daran erkennt man, dass der Schöpfer irgendwie doch scheinbar sehr viele Ideen haben muss. Alles ist da, aber die Frage ist, was verbindet sich mit was? Und was wird dann etwas, was wird dann daraus kommen? Also die ganze Schöpfung ist eine gigantische Spaßgeschichte, weil immer irgendwas Neues kommt, was uns in irgendeiner Weise wieder was Neues beschert. Denn das, was dann neu rauskommt, verbindet sich ja unter Umständen auch wieder mit anderen Dingen. Das heißt also eine gigantische Schöpfungskiste, die uns da erwartet, je mehr wir forschen, umso interessanter wird es. Aber wir können uns natürlich auch darin verlieren. Worauf ich hinaus will, und auch in der Geschichte wird das eigentlich schon indirekt betont, dass die Verbindung die Geschichte ist. Das Stück Holz des gefallenen Baumes würde lange, lange Zeit da so rumliegen und da passiert gar nichts. Aber die Erneuerung geschieht durch die vollständige Veraschung dieses Prinzips. Das heißt, übersetzt auf uns, wenn wir veraschen, sind wir eigentlich schon fast verjüngt. Natürlich haben wir alle Angst vom Feuer, keiner mag das gerne, dass eine Bibliothek abbrennt. Keiner mag das gerne, dass irgendwas fürchterlich abbrennt mit einer gewaltigen Kraft und immer diesem heißen Wind, der da entsteht. Aber der Natur ist es eigentlich nicht so wichtig. Der Natur ist wichtig, dass es verascht. Also das Gas Wasserstoff und das Gas Sauerstoff zusammen werden also bei geeigneter Zusammensetzung zu etwas völlig Neuem. Dieses Neue, das brauchen wir. Und zwar einfach deshalb, weil durch unseren Werdegang gewisse alte Muster, Starrheiten, Verhärtungen, Vertrocknungen zu viel Macht bekommen, wenn sie nicht im richtigen Moment sterben würden. Stellt euch mal uns alle vor, mit unseren Mustern, die wir haben. Wir haben so gewisse Angewohnheiten, ne? Stellen wir uns nur mal kurz unsere Angewohnheiten vor. Und stellen wir uns ungefähr mal vor, wir würden alle noch ungefähr 1500 Jahre
mit diesen herrlichen Angewohnheiten untereinander leben? Wie würden wir uns wohl gigantisch auf die Nerven gehen? Ne? Gott sei Dank haben wir nur ungefähr 70 Jahre. Da wir jetzt sehr viel Angewohnheiten haben, haben wir wahrscheinlich auch nur noch 50, 60 Jahre, bis uns der Herzinfarkt plagt oder die Burnouts uns erjagen. Es ist halt schon eine Erlösung, wenn wir aus diesen Gewohnheiten herauskommen. Nun müssen wir nicht erst physisch sterben. Wir könnten das auch vorher machen durch unsere Veränderung im Gehirn, die ich ja dann nachher nochmal genauer erklären möchte. Aber eins ist klar, unsere Gewohnheiten machen nichts Neues miteinander. Also wenn mein Ehemann, ich sage mal jetzt lieber nicht mein Ehemann, sonst denken wir auch noch, der Sven hat das, sag ich mal, wenn einer von einem alten Menschen mit einer anderen alten Menschen zusammenlebt und die haben beide ihre Gewohnheiten, dann machen die beide ihre Gewohnheiten. Also zum Beispiel, er ist Frühaufsteher und macht jeden Morgen einen Waldspaziergang. Bringt jeden Morgen die verdreckten Schuhe, wenn das Wetter schlecht ist, vor die Tür. Und sie räumt jeden Morgen so um 10, wenn sie ihren Tee gehabt hat, diese Schuhe weg und grummelt vor sich hin. Aus dieser Kombination kann nichts Neues mehr wirklich entstehen. Das heißt, die zwei sind in der Schöpfung miteinander gefangen und entwickeln einen negativen emotionalen Sumpf. Das kann man sich gut vorstellen, ne? Das kann man sich sehr gut vorstellen. Aber was man sich ganz schwer vorstellen kann, ist, dass man eigentlich schon zu Lebzeiten daran arbeiten könnte, in seinem Hippocampus andere Episoden einfließen zu lassen, damit die anderen alten Gewohnheitsepisoden sterben. Das geht aber nur, wenn wir unsere Areale mit etwas füttern, was Bewegung ist, was Kraft gibt, was sozusagen das Feuer in uns so entfacht, dass diese alten Dinge in uns verbrennen. Und das soll diese Geschichte machen. Hier seht ihr auf dieser Folie ein sehr, sehr altes Symbol der Alchemisten. Das ist das sogenannte Ouroboros-Zeichen. Griechisch, ne, heißt das Ouroboros deshalb, weil es eine Art Schlange ist, die sich in den Schwanz beißt. Das ist ein Zeichen der ewigen Wandlungsvorgänge. Ein Zeichen der gigantischen Veränderung, weil nichts stehen bleibt und nicht so bleibt, wie es ist. Es ist ein magisches Zeichen in uns, symbolisch archetypisch, nach C.G. Jung, archetypisch in uns verwurzelt, so tief wie der Baum. Wenn ich die Augen schließe und von einem Symbol spreche, wie dem Baum, dann haben wir das archetypisch alle drin, alle miteinander hier auf diesem Planeten. Wenn wir von der Schlange sprechen, haben wir das archetypisch auch in uns drin. Wenn wir von der Schlange sprechen, die sich in den Schwanz beißt, haben das besonders Menschen, die sich geistig entwickeln, weiterkommen, als Symbol, als archetypisches Symbol in sich drin. Das hängt davon ab, dass wir uns alle miteinander an ganz tiefe Dinge in uns erinnern, die aber nur durch Bilder überhaupt in Worte gefasst werden können. Und mit diesem Symbol haben wir eigentlich die Energie dieser Geschichte erfasst. Zuerst ist das Feuer, ne? Das Holz verbrennt, dann ist die Asche, die wegfliegt durch den Wind, dann wird die Asche zu Boden kommen, dann kommt das Wasser, es erhebt sich ein Spross aus der Dunkelheit, der Spross kommt ins Leben, wird ein mächtiger Baum, der Baum ist mächtig in den Gezeiten, im Wind, im Wasser und so weiter stehend. Und dann langsam, aber sicher verliert er die Lebenskraft, was ja auch natürlich ist, und dann fällt er und wird wieder zur Erde zurückgeführt durch das Feuer. Also wir haben in dieser Geschichte etwas sehr, sehr Wichtiges vor uns. Wir haben einen sehr tiefen Wirkungskreislauf. Aus diesem Zeichen, also dem Ouroboros, also aus diesem Zeichen des Symbols, des Werden uns vergehen, gehen Blumen hervor, sagen die Alten. Blumen der Weisheit. Das heißt, wenn ich mich mit diesem Symbol befasse, in irgendeiner Weise mit Kreisläufen befasse, befasse ich mich immer mit der Weisheit. Egal, mit welchem Kreislauf ich mich befasse, sage ich mal, ich befasse mich mit den Kreisläufen der Gesteinsschichten oder ich befasse mich mit den Radiolaren, wie ich das letztes Mal schon erklärt habe,
wie die Radiolaren als Amöben im Meer sind, wie sie sich verlieren in ihrer Lebenskraft, wie sie nur noch Skelette bilden und dann als Skelette zum Boden zurückfinden und Sedimentgestein werden über Jahrmillionen. Dann befasse ich mich zum Beispiel mit dem Gestein als Kreislauf. Ich kann mich selbstverständlich auch mit dem Kreislauf der Elemente, der chemischen Elemente befassen. Ich kann mich auch mit dem Kreislauf meiner Ahnen befassen. Egal mit welchen Kreisläufen ich mich befasse, befasse mich immer mit etwas Ganzem. Und deshalb ist die Befassung, das sich Befassen mit den Kreisläufen, eine Kraft, die mir Erinnerung erschafft. Und mit dieser Geschichte komme ich in die Kraft, die mir Erinnerung erschafft, und da komme ich eben an weise Elemente in mir. Deshalb ist dieses Symbol auch das Stein der Weisen. Ihr kennt diese Geschichte von den Alchemisten, die suchten immer nach Gold. Und irgendwann meinten sie, dass sie etwas verwandeln können, so lange verwandeln können, bis das pure Gold aus dem herauskommt, was sie verwandeln. Wir hatten auch schon mal erfasst, dass wir aufsteigen durch Bilder, die wir hören, hier in diesen Geschichten. Und dass uns manche Bilder auch dazu bringen, nach unten zu steigen in diesen Geschichten. Zum Beispiel haben wir das hier gehabt mit dem Fallen des Baumes oder das Aufsteigen der Spross, der immer größer wird. Da geschieht in uns etwas, an der Folge der Bilder steigen wir auf oder ab, und dass die so sind, wie sie sind, das hat einen Sinn, denn das Denken soll in uns fließen, damit wir diesen Ouroboros-Zustand in unserem Gehirn, in unserem Kopf machen können, während wir uns das vorstellen. Immer hat es ein Aufsteigen mit sich gebracht, dass es aus unserer Aktivität herauskommt, aus unserer Aufmerksamkeit. Und immer hat es die Schwerkraft von uns verlangt, dass wir hinuntersinken, aber im Hinuntersinken die Demut haben, diesen Prozess zu akzeptieren. Nun haben wir eine Schwierigkeit, weil wir haben Erinnerungen, manche Dinge mögen wir gerne, manche Dinge mögen wir nicht so gerne. Im Kollektiv mögen wir alle gerne aufsteigen. Das ist unser kollektives Gefühl, wenn wir aufsteigen. Weil es ist Bewegung, es ist Freude, es macht Spaß, zusammen aufzusteigen. Was wir nicht so gerne haben, ist, wenn wir einzeln als Individuum oder in der Gruppe absteigen. Weil wir einfach dieses Gefühl von Absteigen nicht unbedingt positiv haben, weil wir nicht genug tiefe Erinnerung daran haben, weil wir es verdrängt haben, dass das Absteigen eigentlich schon wieder das Aufsteigen beinhaltet. Wir haben das Gefühl, wenn wir absteigen, kommt die Stagnation, kommt die Lähmung, kommt die Depression, und die führt selbstverständlich durch die gesamte absteigende Tendenz zum Absterben meiner Gefühle und meines Lebens. Für die moderne Psychiatrie heißt das eigentlich, sie müsste sich hinterfragen, wenn ich einen depressiven Menschen habe, habe ich einen absteigenden Menschen. Der ist eigentlich schon wieder am Aufsteigen, deswegen müsste man sagen, Depression vor der Expansion. Nur das ist sehr, sehr, sehr schwierig umzusetzen für den, der die Erfahrung hat oder eben nicht hat. Aber die Aufklärung müsste schon sein. Also dieses Bildsymbol, wovon ich eben schon gesprochen habe, das hat etwas zu tun mit der Flüchtigkeit des Lebens. Und hier haben wir etwas Wunderschönes, letztes Mal auch schon gesehen, von Haeckel gezeichnet. Ihr seht hier Spalten. Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3, horizontal. Und unten seht ihr in der Spalte vertikal, das Würmchen 1 oben ist ein Fisch. Und der ausgewachsene Fisch, den seht ihr in der dritten Ebene. Dann seht ihr in der zweiten Ebene oben, wie so ein Würmchen, sieht eigentlich aus wie ein Ouroboros, was sich aber nicht mehr in den Schwanz beißt. Da seht ihr einen Salamander. Unten seht ihr den ausgewachsenen Salamander in Stufe 3. Das ist beim Huhn, beim Schwein, beim Rind immer dasselbe. Oben sehen wir so eine Art Ouroboros, sieht aus wie ein Drache, der aber gerade dabei ist, seinen Schwanz loszulassen. Ja, warum? Weil er sich in das Leben hineingibt. Und unten am Ende der Entwicklung, zum Beispiel beim Menschen im Embryonalzustand, 9 Monate, wie wir wissen, sehen wir das ausgewachsene Embryo. Interessant, oder? Wir haben das letztes Mal einfach mal so angeguckt, fanden das sehr interessant, aber jetzt in diesem Zusammenhang sehen wir noch tiefer hinein. Wir sehen, dass eigentlich alles mit einem Ouroboros anfängt.
mit einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Also wir hatten auch erfasst, dass die menschliche Entwicklung sich immer emanzipiert. Aber wenn sie nach unten hingeht, haben wir das Gefühl, dass sie sich zersetzt. Natürlich ist das auch so. Sie zersetzt sich. Aber was sich eigentlich zersetzt, ist nur die physische Form. Der Wandel der physischen Form zersetzt sich. Der Geist zersetzt sich nie, der entlässt sich nur gerade, weil sich die Form sozusagen selbst mürbe macht. Wenn man das realisiert, mit der ganzen Kraft realisiert und sich dafür Gedanken gibt, dann erfasst man, was Rudolf Steiner gesagt hat. Rudolf Steiner hat, ich sage das jetzt mal im weitesten Sinne gesagt in seinen Vorträgen, dass wenn der Mensch vergreist, er eigentlich geistig verjüngt, wenn er an seinem Leben gearbeitet hat. Was vergreist, ist nur seine physische Form. Die Falten, das, was wir sehen, die Wirbelsäule, die verknöchert. Der saturnische Aspekt des Zersetzens, des Trocken, eigentlich des Trockenwerdens, der saturnische Aspekt des Verfalls, ist das äußere Zeichen seines inneren Erwachens, seines Flügelwesens, welches sich jetzt aus der Hülle erlöst. Das alles kann man überhaupt nur akzeptieren, wenn man sein Leben daran gearbeitet hat, sich von Erinnerung zu Erinnerung hochzuentwickeln, auch wenn es mal runtergeht, um den Geist zu erfahren. Wer das nicht gemacht hat, identifiziert sich früher oder später immer nur mit dem Zerfall. Deshalb ist es so wichtig, sich so möglichst bald, möglichst noch, wenn man jung ist, sich mit der Transzendenz, mit dem Geist, mit dem aufsteigenden Geist trotz des Zerfalls in den menschlichen Höhlen zu befassen. Nicht erst, wenn man eine Krankheit hat, nicht erst, wenn man Rheuma hat, nicht erst, wenn man Prothesen braucht. Manche brauchen 4 Prothesen, ich hatte heute eine. 4 Prothesen, ja? 2 Herzinfarkte. Das ist nicht so ideal, wenn man erst zum Schluss merkt, was ist jetzt eigentlich, demnächst bin ich wahrscheinlich tot, aber vielleicht merke ich das dann gar nicht. Man kann es schon so machen, aber es kann sein, dass im Moment der ablösenden Kraft, wie wir letztes Mal in der Geschichte 5 gesehen haben, ein Schmerz entsteht, weil wir uns vorher durch den Geist nicht in Leichtigkeit und vollem Sein auf der Messerschneide sehr tief ohne die Schwerkraft weiterentwickelt haben. Wir haben das nicht gemacht, was wir erklärt haben letztes Mal, wir haben keine Induktion gemacht. Wenn sich die Zelle immer weiter rundet und es runter einfach nicht mehr geht, ja, es geht einfach nur bis zu einer gewissen Weite, wie beim Luftballon. Ich kann den eine gewisse Zeit aufblasen, aber dann wissen wir, wenn ich jetzt weiterblase, dann geht es nicht mehr oder es geht kaputt. Wenn also die Zelle sehr rund wird, was macht sie dann in der Natur der Sache? Sie platzt nicht, sondern sie macht eine sogenannte Induktion, teilt sich und wird 2-, 4-fach und so weiter. Und vermehrt sich sozusagen, erneuert sich aus sich selbst heraus. Genau dasselbe geschieht mit unserem Geist. Während wir altern, geht unser Geist immer tiefer in die Induktion, in die Erkenntnisbereitschaft und vermehrt sich in seiner geistigen Fähigkeit, Blumen der Weisheit auf seinem Feld zu ernten. Wir alle haben dieses großartige Gehirn. Also machen wir mal ein kleines Experiment. Wir hören uns einen wunderschönen Mozart-Teil an, machen das mal zu Hause auf Tonband, bitte, mit Kopfhörer. Ihr habt, glaube ich, alle einen Kopfhörer zu Hause. Und sonst solltet ihr euch unbedingt mal einen anschaffen. Das ist wirklich sehr wichtig für diese Arbeit hier. Und merkt mal, was der Ton mit euch macht. Zuerst hört ihr die Musik, hören wir alle diese wunderschöne Musik, wir sind beeindruckt. Und je tiefer wir in diese Musik hineingehen und den Geist immer mehr loslassen, umso mehr verändert sich unser Kopf. Das, was vorher wie fest war, was ich auch fühle wie fest und jetzt mir auch sogar vorstellen kann, dass da ein Gehirn drin ist, Masse, das alles löst sich auf einmal auf. Dieses Gefühl, dass hier Masse drin ist, Gliazellen und Neuronen, dieses Gefühl löst sich auf. Was immer tiefer hineinkommt, wenn ich Mozart höre zum Beispiel, weil Mozart eine sehr große Befreiung ist durch die Musik, oder wenn ich eine Geschichte, ein Märchen höre, was von höchster Positivkraft ist, was immer mehr in mich hineinkommt, ist das Gefühl für die absolute Leere in meinem Kopf, ein Raum, der sich öffnet, in dem ich persönlich lebe.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben, dass ich diese Erfahrung mal mache. Weil wir haben ein Paradox. Wir denken, wenn wir hier sitzen, wir spüren unseren Kopf, der ist schwer, der fällt auch zurück und so weiter. Und manchmal fühlt man auch, dass man da drin was hat. Zum Beispiel Gefäße, die sich verkrampfen, ne? Migräneartige Attacken etc. Aber in dem Moment, wo ich mich nach innen bewege, durch Musik oder innere Bilder, leert sich dieser Raum. Mein Gefühl verändert sich. Übertragen heißt das, wenn ich im Leben stehe und immer in den Äußerlichkeiten bin, nie im Inneren lausche, habe ich immer mehr das Gefühl von Schwere, von allem, was mich umgibt. Habe ich immer mehr, auch von mir selbst, im Alter, durch den Körper, der alt wird, immer mehr das Gefühl von tiefer Schwere, die mich hinunterzieht. Wenn ich in der meditativen Versenkung durch Meditation in mich hineingehe, bekomme ich immer mehr das Gefühl von absoluter Leere, in der ich mich befinde. Dann verliere ich auch das Bewusstsein von Dualität, von Polarität und in dem Moment begegne ich dem Heiligen Geist persönlich in dem Sinne. Persönlich heißt nicht, dass der wie so ein großer Vater sitzt auf irgendeinem Baum mit so einem Bart oder so, sondern der füllt mich vollständig aus. Das alles kann ich machen, wenn ich in meinen Kopf hineingehe. Aber was habe ich eigentlich genau in meinem Kopf? Ich habe da so ein interessantes Gerät. Das ist mein Gehirn. Und dieses Gehirn will die ganze Zeit immer in Aktivität sein. Die Zellen haben keine Lust, Urlaub zu machen. Wir haben Gott sei Dank nicht diese Absprachen. Wo gehst du in Urlaub hin? Was macht ihr im Urlaub? Wie lange geht ihr in Urlaub? Ach, bist du schon wieder mehr in Urlaub? Die würden nicht auf die Idee kommen, sich über das zu unterhalten. Das wäre ihr sicherer Tod. Wieso reden wir gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr fast alle um diese Zeit hier in der Schweiz nur vom Urlaub? Weil uns das alles so aufregt, was außen ist, weil uns alles nach außen zieht und uns sehr aufregt. Es reizt uns. Wir müssen ja überall dabei sein. Wir müssen auch überall reagieren. Und weil das so furchtbar anstrengend ist und wir keinen leeren Raum mehr haben, in dem wir uns klar werden, was wir wollen in Zukunft, wir uns auch nicht erinnern können, was wir sind, möchten wir gerne sagen, uns gegenseitig in der Gemeinschaft, Gott sei Dank, du gehst auch bald in Urlaub, dann hast du ja einen kurzen Moment vielleicht Zeit, über dich nachzudenken. Einfach mal nur zu fühlen, wer du eigentlich bist. Nun, wie wir heute unseren Urlaub gestalten, ich weiß nicht ganz so richtig, ob das funktioniert, weil wir liegen höchstens beim Liegestuhl, aber dann brennt die Sonne, müssen wir Lichtschutzfaktor 16 oder 18 oder was drauf tun. Also wir müssen ständig reagieren. Wir müssen ständig auf die äußere Welt reagieren. Das heißt, das Leben, die Zeit, das Wasser, was immer in uns rauscht, wie das hier in der Geschichte beschrieben wird, das geht vorbei. Damit auch unsere Lebenszeit. Aber was auch vorbeigeht, ist die Fähigkeit, den inneren leeren Raum zu erfassen. Das macht uns schwer. Das macht diese Schwere, von der wir in der fünften Geschichte auf Messerschneide gesprochen haben. Was uns leicht macht, davon sprechen wir dann in der Geschichte, die nächstes Mal kommt, in der siebten Geschichte, die Erlösung aus diesen Zwängen heraus. Unser Gehirn braucht beides. Den Reiz im Außen, durch die Sinnesorgane schulen wir unser Gehirn und den tiefen inneren Aspekt der Ruhe im Inneren, damit es dort einen Ausgleich geben kann in uns zwischen Außen und Innen. Das stärkt unsere Nervenkraft. Das lässt unsere Gehirnteile wachsen oder auch regenerieren. Wir brauchen den Ausgleich. Deshalb müssen wir ja auch schlafen, sonst könnten wir das ja gar nicht abstellen. Wir brauchen die inneren Träume. Welcher Teil wird jetzt besonders mit diesem gigantischen Ouroboros-Aspekt des Baumes, der da stirbt in der Flamme und mächtig wieder aufersteht, welcher Teil wird hier eigentlich aktiviert? Sieht wieder ziemlich interessant aus, sieht wieder aus wie so ein Kreislauf, der sich schließt. Dieser Hippocampus ist so unwahrscheinlich wichtig für uns Menschen. Wenn der nicht mehr richtig funktioniert, dann können wir uns nicht mehr richtig erinnern. Dann ist unsere Erinnerung gewaltig gestört. Es sieht sehr interessant aus. Tief in unserem inneren Bereich des Kopfes, ganz tief, dort müssen wir hinkommen und dort brauchen wir eine enorme Flexibilität von Erinnerungsmaterial.
Je flexibler wir sind, episodischer Erinnerungsmuster wir haben, die flexibel sind, umso besser verknüpfen wir auch. Zeit und Raum gehören hier in der Erinnerung zusammen. Also wenn ich nur einfach ein Wort lerne, wie eine Vokabel, dann ist das nicht dieser Teil, der hier aktiviert wird. Wenn ich aber ein Wort in einem bestimmten Raum mit bestimmten Leuten unter bestimmten atmosphärischen Gefühl lerne und mich dann an das Wort im Zusammenhang mit der Räumlichkeit und dem Gefühl erinnere, dann habe ich diese Kraft aktiviert. Das heißt also, die wahre Erinnerung, was ich mir merken kann im Leben, hat immer sehr zu tun mit dem ganzen Zustand, in dem ich etwas gelernt habe. Ja, Seepferdchen haben wir gesagt, heißt dieser Teil. Was sind eigentlich Seepferdchen? Ja, Seepferdchen sind so kleine Kerlchen, die mögen wir ganz gerne, weil die so putzig aussehen, weil die nämlich nicht so langweilig rumschwingen wie ein Fisch, sondern was Spezielles sind. Immer wenn alle Fische Seepferdchen wären und dann würden die Fische alle so schwimmen, würden wir das ja gar nicht mehr so interessant finden. Weil es aber ein Fisch ist, der genau vertikal schwimmt, im Gegensatz zu den, die horizontal schwimmen, finden wir das unheimlich interessant. Wir finden es putzig. Die schwimmen also so vor sich hin, haben so einen kleinen lustigen Kopf und ich erzähle euch noch ein bisschen, was sie noch haben. Und jetzt übertragen wir das einfach mal. Die haben eine Angewohnheit, sich ein Weibchen zu suchen. Also wenn du ein Männchen bist als Seepferdchen, suchst du dich ein Weibchen aus und du möchtest, das ist die Intention, das ganze Leben mit diesem Weibchen zusammen sein. Das ist schon mal interessant. Im Aquarium, wo mehrere verschiedene Weibchen sind, wird das schon nicht mehr ganz einfach für das Seepferdchen-Männchen. Weil es aus der natürlichen Umgebung raus ist, überall diese netten kleinen Damen und auch die ganze komische Begrenzung, die das Seepferdchen ja spürt, führt dazu, dass es irritiert wird und unter Umständen mehrere kleine Damen anpeilt. Das ist schon mal eine interessante Sache, dass das in der Natur nicht passiert, aber im Aquarium schon. Nun, wir sitzen alle im Aquarium. Wir sind alle begrenzt, ne? Weil wir nicht diesen Raum machen, diesen freien Raum. Das heißt also, es kann sein, dass wir in unserer Partnerwahl irritiert werden in unserem Leben. Das ist jetzt mal rein von der Situation Männlein, Weiblein und Finden, Erinnern, wer passt zu mir, gemeint. Noch was anderes ist sehr interessant. Wenn ein Männchen, ein Seemännchen, Seepferdchenmännchen, ein Mädchen gefunden hat, dann ist es relativ streng, wenn es nicht aufmerksam ist. Also sobald es zum Beispiel woanders hinguckt, zum Beispiel zu einem anderen Männchen, kriegt es einen auf den Deckel. Das muss ziemlich wehtun, denn das macht es dann nicht mehr so oft. Wenn es sonst auch bei der Aufnahme der Nahrung nicht aufmerksam ist, wenn das Männchen dem kleinen Weibchen was geben will, kriegt es einen auf den Deckel. Was heißt das jetzt übersetzt? Nicht, dass wir das nachvollziehen sollten, zu Hause in der Ehe, also das wäre nicht gut. Aber stellen wir uns das Yin und Yang mäßig vor. Immer wenn das Yin sich ablenken lässt, wird es eigentlich auch schwer, weil es nicht mehr zielgerichtet ist. Dafür ist das Yang da, damit das Yin einen auf den Deckel kriegt, also sozusagen ein bisschen an die Kandare gezogen wird. Dann gibt es noch was sehr Interessantes. Ich meine, das heißt ja nicht aus Versehen, Seepferdchen. Es gibt noch was Interessantes. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Das Männchen geht so nah an das Seepferdchen ran, wenn sie einen Gattungsbegattungsakt machen, dass das Weibchen einfach seine kleinen Früchtchen rüberhüpfen lässt. Also sie gehen einfach in seinen Beutel, der hat einen Beutel. Dann sitzen die da alle drin, die sind wahnsinnig klein, sehr, sehr klein. Und er brütet die sozusagen aus, er trägt sie. Und wenn sie eine gewisse Größe haben, sehr fürsorglich wird er damit herumlaufen, dann drückt er sie alle nach außen. Und dann sind sie frei und können alleine herumschwimmen. Das heißt, von Anfang bis Ende hat der Mann dafür gesorgt, dass seine Früchte in der richtigen Form zur richtigen Zeit ins Wasser kommen. Sehr interessant. Symbolisch gesehen. Ist er nicht kräftig genug im Moment der Ausstülpung, des Herausspritzens, alle herauszuspritzen, bleiben zwei, drei kleine zurück und er stirbt an Fäulnis. Na, im übertragenen Sinne heißt das, wenn ich mein Yang aktiviere,
muss ich immer sehr aufmerksam sein, wann ich die Ideen meines Yins übernehme, wann ich die Kraft meiner Fruchtbarkeit meines Yins übernehme, wie lange ich mit ihr schwanger gehe sozusagen und wie ich dann die ausgebrütete Energie meiner Idee ins Leben hineinbringe. Denn sonst kann ich an nicht ausgebrüteten Energien absterben. Im übertragenen Sinne heißt das Erinnerungen, alte Erinnerungen, die ich nicht im richtigen Moment herauskotze sozusagen, können mich fertig machen, können mich innerlich verfaulen. Und ich möchte jetzt gerne kurz in die Erklärung gucken. Ich habe hier so ein paar kleine Dinger, die wir nicht herauskotzen können. So ein paar kleine emotionale Fiesheiten, die so zwischenmenschlich zwischen uns gebrütet werden. Das findet ihr unter Seite 2. Da steht Erklärung zur 6. Geschichte. Alles über Erinnerung wird dort erklärt. Aber wir haben hier auch eine Aufzählung von verschiedenen Belastungen, die zunächst positiv erklärt werden. Die möchte ich euch vorlesen. Die Seele des Menschen ist frei, ihr noch einmal Aufmerksamkeit im Rückblick zu schenken oder sie ganz und für immer loszulassen. Er ist es, der bestimmt. Vielleicht wünscht der Mensch noch immer zu verstehen, was die Motive waren, dies oder das so und nicht anders zu tun. Vielleicht fragt er sich, weil er in seinem Herzen als Mensch ein Gesellschaftswesen war, welche Motive ihn in seinem Herzen eigentlich in Bewegung hielten. Und jetzt kommt die Aufzählung. Wollte er Achtsamkeit anstatt Macht erleben? Hatte er die Demut als hilfreiche Medizin für die Ruhmsucht der Menschheit gesehen? Oder war die Einfachheit ein Mittel gegen die Gier nach materiellen Gütern in seinen Augen gewesen? Ein Gönner zu sein, wirkte vielleicht gegen die dunkle, zerstörerische Gewalt, die im Stillen den unguten Geist der Missgunst wieder und wieder neu erschafft? Das hatte er still und in Eintracht mit sich selbst verstehen gelernt. Vielleicht wollte er auch nochmals begreifen, was eigentlich Sanftmut bei allen Angreifern zu entfesseln mochte. Vielleicht wollte er auch nur den Akt zwischen weiblichem und männlichem, zwischen Adam und Eva als tiefes Geheimnis der Schöpfung verstehen. Und jetzt kommen die ganzen Attribute nochmal. Macht, Ruhmsucht, Geldgier, Missgunst, aggressives Verhalten und triebhafte Lust waren aufgestellte Spiegel für ihn. Beeindruckend waren die wechselhaften Bilder. Hier habe ich eigentlich einen kleinen Test verwoben für die Leute, die das Buch lesen. Oder die Leute, die jetzt hier zuhören. Hier sind Aspekte, die wir nicht mehr rauskriegen aus unserer Erinnerung. Negativaspekte. Vielleicht haben wir gelitten unter Macht, unter Ruhmsucht, unter Geldgier, unter Missgunst, unter aggressivem Verhalten oder triebhafte Lust. Wir können uns ja mal eins aussuchen. Unter was habe ich da gelitten? Hier ist eine Doppeldeutigkeit in diesem Bereich. Habe ich unter meiner eigenen Macht gelitten oder Missgunst oder aggressivem Verhalten oder sexuellen Trieb? Oder habe ich darunter gelitten von außen? Wenn wir den Test machen in dem Partnerschaftsbuch Orientierung in der Partnerschaft, haben Sie bestimmt schon gemerkt, dann geht man mit den Ehepartnern durch und auf einmal fragen die einen, habe ich jetzt unter dem gelitten oder habe ich das? Fragen die einen plötzlich, weil sich das kehrt. Wir wissen manchmal nicht, ob das uns belastet hat, die Macht des anderen, unter der wir gelitten, oder ob wir selbst schon mächtig genug sind, ja? Weil es sich kehrt. Weil es eben so rund wird in unserem Leid als Opfer, dass wir plötzlich, während wir im Opfer so rund sind, zum Täter werden. Es kehrt sich einfach. Das sind diese Projektionen, von denen die moderne Psychologie spricht. Aber egal, wie wir uns hier entscheiden, vielleicht haben wir unter Missgunst gelitten, ne, weil wir vielleicht etwas hatten, was jemand anders in der Familie nicht hatte, zum Beispiel unter den Geschwistern. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass jeder von euch
mal kurz angekreuzt habe für sich einen Gedanken, unter was habe ich eigentlich in meinem Leben wirklich gelitten? Und dann gucken wir doch mal den Satz an, wie der kompensiert wird. Der ist davor beschrieben. Das habe ich euch vorgelesen. Ne? Nehmen wir mal an, man hat unter Macht gelitten. Dann steht hier, wollte er Achtsamkeit anstatt Macht erleben. Ja? Hat Achtsamkeit gelebt, aber die Macht im Außen hat ihm irgendwann nicht die Fähigkeit gegeben, das wirklich zu Ende zu leben. Kann man sich das vorstellen? Vielleicht habe ich die Vision als Seele, dieses Machtprinzip, was hier herrscht, mit Achtsamkeit zu entwickeln, umzuentwickeln, sozusagen höher zu entwickeln. Aber das Leben war sehr anstrengend, die Macht war größer. Und die Achtsamkeit schrumpelt ein, sie verdorrt und langsam aber sicher erstirbt sie in mir und verfault. Und ich habe nicht mehr die Kraft herauszupressen, dass ich das eigentlich wollte in meinem Leben. Und so verfault das hier. Die Erinnerung an das verfault in mir. Ich lasse mich ablenken. Ich erkenne nicht mehr, was meine eigentliche Vision war. Ich erinnere mich nicht mehr. Das hat was zur Folge, logischerweise. Ne? Wie ihr auch vorhin gehört habt, wenn das Seepferdchen nicht die Kraft hat, das nach außen zu bringen, da waren wir alle betroffen. Das will uns nicht passieren als Seepferdchen, ne? Dass da so ein, zwei kleine Kinderleichen noch da drin sitzen. Ne? Da waren wir betroffen, weil wir uns das als Bild sehr gut vorstellen können. Symbolisch als Bild mit dem Seepferdchen, was nicht genug Kraft hat, rauszupressen. Können wir uns sehr gut vorstellen. Aber uns Menschen in unserer Yang-Kraft geht es genauso. In diesem bestimmten Bereich unseres Gehirns hat das Auswirkungen. Wenn wir unsere Kräfte nicht einsetzen bis zum Schluss, bis die Aufgabe in uns zur Vollendung gekommen ist. Das hat Auswirkungen. So, ich hoffe, das hat ein bisschen was bei euch bewegt. Kommt mir nicht so vor, aber manchmal täusche ich mich auch. Ab und zu kriegt ihr dann nochmal so eine kleine Spitze, ne? Wenn ihr dann so vor lauter Begeisterung oder Erschöpfung oder was auch immer nicht mehr antwortet. Aber warum habe ich das jetzt besprochen? Ja, weil das ist eigentlich unser Seepferdchen-Symbol. Seit 1992 haben wir hier so Workshops gemacht mit diesen ganz vielen Tieren in den Chakren. Ein paar von euch haben sogar, ne? 92, da warst du dabei. Und da haben wir ja hunderte von Tieren gehabt, also 12, 14 Personen zu der härtesten Zeit, ne? Ein bis zweimal im Monat, ne? Bis nachts um zwei haben wir das gemacht, das kann man sich nicht vorstellen. Aber wir haben hunderte von Tieren interpretiert und manche Tiere waren sehr interessant, besonders spezielle Tiere waren sehr interessant, aber wenn Seepferdchen vorkamen, dann war da immer eine Art Missbrauch in diesen Menschen. Jetzt verstehen wir auch warum. Der Missbrauch ist nichts anderes als die Ablenkung in einem Raum, wo ich mich nicht mehr erinnere, was ich eigentlich zu tun habe. Ne? Auch der Missbrauch mit mir selbst. Das war also ein sehr interessantes Symbol, kam sehr selten vor und hatte immer irgendetwas mit Missbrauch zu tun. Ich kann also auch meinen Hippocampus missbrauchen. Wenn ich zum Beispiel nur lerne, aber nicht das umsetze, was ich mit dem Lernstoff eigentlich tun soll. Das geht ein bisschen in unsere Richtung der heutigen modernen Schulausbildung oder der Universitäten. Wenn ihr Leute an der Universität habt, junge Menschen, dann erzählen die euch, die werden vollgeballert mit Informationen, die nichts mehr mit episodischen Lernverhalten zu tun haben. Das ist nur noch rein Hämmern von Informationen von den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren oder 150 Jahren. Da entsteht ein sehr tiefes Unglück. Ja, weil man ja die Kraft verliert, seine Ideen, die da so in einem drin sind, auswachsen zu lassen und dann mit einem großen Schub am Ende der Universitätsausbildung dann in den Berufsalltag hineinzubringen. Ne? Das wird ja regelrecht zersetzt in uns. Nun, das ist das Ergebnis von sehr viel wenig Arbeit an der Transzendenz der letzten
zwei, drei Generationen, die sich überwiegend um den materiellen Bereich unseres Lebens gekümmert haben. Das war mal die Geschichte vom Seepferdchen symbolisch und jetzt kommen wir zum Amonshorn. Das Amonshorn ist ja dieser Kopffüßler. Der ist wohl ausgestorben, ungefähr vor 65 Millionen Jahren, als dieser Gesteinsbrocken da in der Nähe von Mexiko hineingefallen ist und auch die Dinosaurier getötet hat. Man schätzt, das war zur selben Zeit. Was war das eigentlich symbolisch für ein Tier? Außer, dass wir es jetzt versteinert haben und nachforschen können. Symbolisch hat es sehr, sehr stark zu tun mit dem umgekehrten Sein. Umgekehrt sein im Leben. Umgekehrt sein heißt, dass wir uns nicht hier, nicht dort, sondern vollkommen raus aus der Dualität im umgekehrten Sein wiederfinden. Und das ist der Weg in dieser Geschichte. Der Weg führt ja von dem Schmerz auf Messerschneide, wo wir uns an unsere Verletzung erinnern, über den gefallenen Baum, wo wir nochmal zurückgucken auf unser Leben, was wir alles erfahren haben, dann zur höchsten Erinnerung, wenn wir aus dem Körper sind, als Seele, als geflügeltes Wesen in der Meditation oder außerhalb des Körpers und wo wir nochmal zurückgucken, welche Verbindungen wir noch haben. Das sind ja die drei Erinnerungskräfte. Die sollen sich ja in uns zur Vereinigung bringen durch unser Leben. Das Amonshorn steht dafür, steht für den spirituellen Durst, für dieses wirklich anders schauen lernen. Nicht das Leben ausfüllen mit tausend Tätigkeiten, sondern neben den Tätigkeiten immer wieder anzustreben, was ist eigentlich Leere, was ist der leere Raum, was ist Gott in diesem Raum. Der ist ausgestorben. Seepferdchen gibt es noch. Ja, verschiedene Bilder mal anzuschauen von dem Gehirn, das ist ganz gut, wenn man diesen extrem interessanten Teil unseres Gehirns anschaut, weil er ist so tief in unserem Gehirn, wenn wir das Gehirn auseinanderschneiden, es ist so tief drin. Und wir haben ja heute diese Möglichkeit, im Internet zum Beispiel auch zu studieren, von den verschiedenen Fächern her auch mal die Anatomie zu studieren. Und das mache ich dann immer wieder. Ich mache immer wieder zwischendurch den Ausflug in eine ganz andere Verknüpfung. Nämlich hier zum Beispiel in das rein biologische Subjekt des Seepferdchens im Zusammenhang mit dem Gehirn. Was zeigt mir das jetzt? Was könnte ich da verknüpfen? Das kann so jeder mit sich selbst abmachen, aber diese Verknüpfungen sind so wichtig. Um wegzukommen von dem Studium, in der rein trockenen Anatomie brauche ich wieder die Verknüpfung. Ich werde euch nachher erklären, wieso das so wichtig ist. Ich brauche das Spielerische. Um wieder zurückzugehen in diese Forschung, wo liegt es eigentlich? Und ihr seht, wenn das Gehirn so aufgeschnitten ist, wie ihr das hier im Bild sehen könnt, oder wunderschön auch mit dem veränderten Licht, seht ihr, wie das Licht dort wirkt, kann man ja wunderschön heute sehen, dank der modernen Technik. Das arbeitet so in uns, das wirkt so in uns. Wenn man es so aufschneidet, sieht es aus wie so Widderhörner. Ne? Der Amon, das ist der Widder. Es gibt auch bei der schwarzen Magie ein Geheimnis. Da ist so ein kleines Knöchelchen in der Schulter von so männlichen Widdern. Das ist ein Knöchelchen. Das sieht ganz eigenartig aus. Das sieht so, ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe darüber schon studiert. Das ist so ein Knöchelchen. Und dieses Knöchelchen wurde früher bei Hexern, bei den Druidenfürsten und so weiter, in unserer Kultur, in unserer germanischen, keltischen Kultur, wurde das gehandelt wie etwas unheimlich Kostbares. Weil es den Teufel symbolisiert hat. Dieses David-Stern, der mit den Füßen auf dem Fußboden ist, also umgekehrt. Ne? Kennt ihr das alle, dieses Teufelzeichen? Keine Ahnung, Gott sei Dank. Aber auf jeden Fall, diese Knochen haben diese bizarre Dings. Und deshalb hat man den von einem Widder, hat man diesen Knochen dort entfernt und hat ihn bei magischen Beschwörungen benutzt. Es war ein magisches Geheimritual.
Der Widder hatte etwas sehr Tiefes mit diesen magischen Ritualen der schwarzen Magie zu tun. Wir können, wenn wir uns sehr stark in dieses Element hineinbringen, was Erinnerung eigentlich ist, können wir uns über die Grenzen hinaus entwickeln. Wir entwickeln in uns Räume, wo wir normalerweise nicht reinkommen. Wenn wir durch sehr scharfen Verstand immer tiefer in Macht, Ruhmsucht, Geld reinkommen, dann wollen wir uns unbedingt erinnern, wie man Geld macht. Also sehr mächtige Menschen können aus sich heraus archetypisch die Erinnerung heraufsaugen, wie man Geld macht, ja? Wie man sozusagen zu einem Hai wird in der heutigen Gesellschaft. Je nachdem, was wir erinnern wollen, wie unsere Ambitionen sind, haben wir Zugang zu den dunklen Kräften und oder Zugang zu den hellen Kräften, wie das hier in der Erklärung beschrieben ist. Aber immer hat das was mit Aufbruch in einen anderen Raum zu tun und dafür steht der Widder. Die Macht, in diese anderen Räume hineinzukommen, dafür steht der Widder. Also, ich sehe so ein bisschen pikierte Gesichter, dass ich das überhaupt anspreche. Ja, man kann nicht das eine ansprechen, ohne das andere. Wir müssen uns auch mit dem Schlechten befassen, ne, mit diesem Negativen vom Amon-Prinzip, weil es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ne? Wie gehen wir mit dem Ganzen um? Wenn wir uns das jetzt nochmal rein anatomisch wieder zurück von diesem Amon-Bild, womit ich spiele symbolisch, wieder zurück in die Anatomie, dann sehen wir wieder sehr tief von der Seite her, wie sich das so zusammenbindet. Das Knöchelchen sieht genauso aus, von diesem Widder sieht genauso aus. So interessant, oder? Aber wer weiß das schon? Die Druiden, die sind leider ausgestorben. Wer weiß das schon? Und warum ist es wichtig, so viele verschiedene Dinge zu wissen? Warum ist es wichtig, heute Abend von Seepferdchen was zu wissen? Von diesen komischen Knochen was zu wissen? Ja, einfach, weil das die Kunst ist, die dieser Teil unseres Gehirns von uns verlangt. Alles mit allem zu verknüpfen. Das ist die Kunst. Und da gibt es Verknüpfungsbrücken. Da müssen wir dran arbeiten. Die Neurone in sich haben nicht die Idee zu sagen, ach, das ist mir zu weit weg. Da passen meine Dendriten nicht mehr hin. Das sind die kurzen Fortsätze des Neurons. Ist egal, ich habe nur so ein paar kurze Dendriten, macht ja nichts, ne? Soll doch die Nachwelt dafür sorgen, dass man da hinkommt zur Verbindung zur nächsten Zelle. Nee, die Nervenzelle denkt gar nicht so. Die macht ein sogenanntes Auxon, einen ganz langen Ast und geht dahin und verbindet sich mit jemandem, der ganz weit weg ist. Also das heißt, wenn ich mit dem Seepferdchen spiele und gleichzeitig mit dem Hippocampus anatomisch, eine Ausbildung mache, um das zu erfassen, und ich verbinde die miteinander, dann mache ich ein Auxon. Ich mache ein Auxon. Eine ganz lange Verbindung durch meine Gedanken. Das muss ich ganz, ganz, ganz lange üben. Ich muss mit allem und jedem Verbindung machen. Ich darf also nicht pikiert sein, wenn ich mich auch in die Verbindung des Dunklen hineinwage. Ich muss den Mut haben, auch ins Dunkle hineingehen und dort die Verbindung schaffen. Das heißt ja nicht, dass ich mich im Dunkeln verliere. Wer aber das Dunkle ablehnt, wird das Helle nicht finden. Man sagt ja, aus jedem Meister ist ein, ne, ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, vor Schreck weiß ich den jetzt gar nicht, aber jeder Meister hat eine Vergangenheit, ja? Und jeder Schüler eine Zukunft. Also das heißt, der Meister, der vollendete Meister hat das alles auch erarbeitet, ne? Nun habe ich etwas sehr Interessantes nochmal zur Forschung euch vorgelegt. Ich habe hier diese drei Erinnerungskräfte in unserem Gehirn schon besprochen. Letztes Mal von diesem Bereich hier vorne nach hinten zum kleinen Hirn. Dort meine alten Schmerzen wieder in die Verbindung zu bringen, damit sich da was bewegt in mir. Das wurde ja letzten Dienstag besprochen und hoffentlich auch die ganze Woche bearbeitet. Na, es hat gewirkt, oder? Also ich habe gemerkt, es hat bei euch gewirkt und ich meine, manchmal habe ich ein bisschen getrauert um euch, aber dann dachte ich, das muss sein, ne, dann müssen wir durch. Ne?
Also klar, dass wir da nochmal an unsere alten Schmerzen hochkommen, ne? Mit dieser Geschichte. Das war diese Situation zum Kleinen hierher zu kommen. Die Messerschneide-Geschichte. Jetzt sind wir im zweiten Bereich. Jetzt gehen wir praktisch die Erinnerung an, die uns geschenkt wird, wenn wir den Rückblick machen. Und das nächste Mal gehen wir die Erinnerung an, wenn wir, ob wir leben oder nicht, uns einfach in die Leere hineinentwickeln durch Gnade und dann erkennen, was in uns fließt und was nicht. Und wie es in uns fließt und was nicht. Das sind drei große Erinnerungskräfte und die aktivieren uns, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen. Deshalb ist das hier so gut zu sehen. Es ist natürlich alles Erinnerung. Im Gehirn ist alles Erinnerung. Du kannst nicht sagen, das ist Erinnerung und der Rest hat damit nichts zu tun. Weil es ja alles miteinander arbeitet. Trotzdem müssen wir eine gewisse Struktur haben in den Geschichten, damit wir auch wissen, was wird da eigentlich in mir bewegt, wenn ich das höre. Wenn ich das immer wieder höre. Ja, ich habe diese Geschichte für die Vorbereitung jetzt, um den Text zu schreiben. Ich möchte mal sagen, nicht übertrieben, aber ich habe die mindestens 14 Mal gehört. Und ich merke ganz genau, wo ich dann was Neues dazu lerne, um das nett auszudrücken. Ne? Oder wo man absinkt. Und da muss man durch, sonst kommt man nicht weiter. Ja, weil das die eigenen Schattenspiele sind, die man mit sich selbst treibt, wenn man im Leben nicht präsent ist. Wenn man im Leben einfach gewisse Episoden einfach auslässt. Ne? Das ist ja auch mein Vorschlag an jeden, der weiterkommen will. Setzt euch mal hin und schreibt eure Biografie. Das ist mein Vorschlag. Weil später wird man mal erkennen, erstens mal, da habe ich was gelernt und zweitens, da habe ich auch was ausgelassen. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Ne? Das hätte eigentlich auch noch reingemusst. Aber eins steht fest, es bringt einen etwas. Ne? Hast du gemerkt? Ne? Es bringt einen sehr, sehr viel, sich mal hinzusetzen und jemanden zu schreiben, den es vielleicht nicht gibt. Das ist mein Leben. Ne? Jemanden, den ich vielleicht in Zukunft treffen will, dem ich aber nicht stundenlang alles erzählen will, sondern der kriegt einfach meine Biografie und dann fertig. Ne? Kann er sich damit auseinandersetzen. Also so in diesem Habitus sollte man sich mal hinsetzen und mal sein Leben schildern. Da wird Erinnerung wach. Dasselbe geschieht auch, so sagen uns die großen Mystiker das, aber auch Leute, die die Nahtoderfahrung hinter sich haben. Sie sagen, sie haben dieses Tunnelerlebnis, sie haben diesen Lichteffekt. Und die Neurobiologen sagen, ja, das liegt an dem und den Transmitter und den Acetylcholinsäuren und so weiter. Aber was wirklich abläuft, ist, dass sie alle von etwas sprechen, was mit ihrer Erinnerung über ihren Raum zu tun hat, in dem sie ihr Leben gelebt haben. Wer auch immer recht hat, ob es Acetylcholin am Ende ist oder was auch immer das ist, das spielt eigentlich keine Rolle, sondern es geht um die Erinnerung des Lebens, das, was sie da sehen. Und das ist in diesem zweiten Teil aktiv. In diesem Uroboros, wo sich der Anfang, das Feuer, mit dem Ende, das Wasser oder umgekehrt, je nachdem aus welcher Richtung man es sieht, verbindet. Oh. Ja, hier haben wir das Ganze nochmal von einer anderen Seite aus. Immer wieder sieht man diesen Kreis, der da tief in uns drin ist und der in uns wirkt. Der Kreis der Erinnerung, der spricht für sich. Ich möchte euch etwas vorlesen, was ich als Zitat, ich habe jedes Mal ein Zitat drin, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr das zu Hause durchleset, als Zitat von einem großen Menschen drin habe. Denn jedes Mal besprechen wir einen großen Menschen. Ne? Wir haben letztes Mal diesen Ernst Haeckel besprochen, das war sehr, sehr schön. Ich habe euch auch das Geburtsdiagramm gezeigt, wie klar dieser Mensch war, wie großartig sein Werk. Und ich möchte euch jetzt jemanden zeigen, der ist ein Chemiker, weil hier geht es um Chemie, um die Art, wie wir unser Leben zusammenfügen aus den verschiedenen Fragmenten unserer Erinnerung. Das ist ein Mann, der in diesem Zitat aus einer Rede zu bekennen gibt, dass seine größte Erkenntnis über den Benzolring ein träumerisches Relaxen war, indem er losgelassen hat, was seine Forschung angeht, und durch das Relaxen eigentlich die Lösung hatte. So einfach, wie man sich das nicht anders vorstellen kann. Es gibt viele Leute, die das so erlebt haben. Besonders Leute, die sehr streng geforscht haben und die sich dann endlich den Moment der Ruhe gegönnt haben, mehr oder weniger aus Versehen.
die dann plötzlich solche Erfahrungen hatten. Einstein, ne? Der erzählt aus seinem Stuhl und seinen Schlüssel immer, er kann sich nur kurz gönnen zu ruhen, der Schlüssel fällt runter, dann ist er wieder wach, aber er hat einen Kurzschlaf gemacht, hatte seine Zeitreise, diese Krümmung des Raumes und die ganze Relativitätstheorie anhand dieser Gedankenspiele entwickeln können. Mendeljew, dieser russische großartige Mensch, der das Periodensystem in diese Ordnung gebracht hat, hat ja gerungen mit sich und hat dann auch durch so eine Erschöpfung, in der er sich dann entspannt hat, seine sehr große Erfahrung gemacht im Zusammenhang mit den Ordnungsprinzipien der Elemente. Und hier haben wir diesen Chemiker. Das ist nur ein kurzer Abschnitt, aber der hat diese Uruburus-Rede, von der ich hier spreche, deutlich gemacht. Das Ganze hat sich in einem Vortrag um 1890 abgespielt. Vielleicht, sagt er, ist es für Sie von Interesse, wenn ich durch höchst indiskrete Mitteilungen aus meinem geistigen Leben Ihnen darlege, wie ich zu einzelnen meiner Gedanken gekommen bin. Da gaukelten vor meinen Augen die Atome. Ich hatte sie immer in Bewegung gesehen, jene kleinen Wesen, aber es war mir nie gelungen, die Art ihrer Bewegung zu erlauschen. Heute sah ich, wie vielfach zwei kleinere sich zu Pärchen zusammenfügten, wie größere zwei kleine umfassten, noch größere drei und selbst vier der kleinen festhielten und wie sich alles in wirbelnden Reigen drehte. Ich sah, wie größere eine Reihe bildeten und nur an den Enden der Kette noch kleinere mitschleppten. Das muss man sich vorstellen. 1890 erzählt er das in einer Rede, wie er das da erzählt, wie diese Atome tanzen, wie die sich festhalten und miteinander spielen, wie die Paare bilden. Das muss man sich mal vorstellen. Damals hatte man noch nicht den Blick, da bis hineinzugucken. Heute weiß man, dass die gesamte Materie tanzt. Jetzt geht es weiter, ich habe das nicht alles mit zitiert. Da saß ich und schrieb an meinem Lehrbuch, aber es ging nicht so recht. Mein Geist war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl nach dem Kamin und versank im Halbschlaf. Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielten sich diesmal bescheiden im Hintergrund. Mein geistiges Auge, durch wiederholte Gesichte ähnlicher Art geschärft, unterschied jetzt größere Gebilde von mannigfacher Gestaltung. Lange Reihen vielfach dichter zusammengefügt, alles in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich. Auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten. Er spricht jetzt noch in seinem Vortrag davon, dass es sehr wichtig ist, das alles auszuarbeiten. Denn allein die Gesichte sind noch nicht Forschung. Ne? Da hat sich ein großer Zeitraum dazwischen von mehreren Jahren abgespielt. Das erste Mal, wo er das mit den Atomen hier schildert, der erste Teil. Und dann habe ich das zusammengefügt, der zweite Teil. Und das war die Idee, die er hatte über den Benzolring. Der Benzolring wurde so entwickelt. Und das war eine, man könnte sagen, damals eine so ungefähr riesige Geschichte in der Chemie wie jetzt die Relativitätstheorie. Nur einfach von der Chemie her, ne? Nicht von der Physik. Damit ist er berühmt geworden mit dieser Geschichte, dass er auch gesagt hat, meine lieben Leute, ich bin kein Genie, sondern es geschah etwas Seltsames. Ja? Ich arbeitete und da guckte er in den Kamin. Das ist noch sehr interessant. Weil da haben wir es mit dem Feuer zu tun. Mhm. Ja, das ist Erinnerung. Das spielt sich im Hippocampus ab. Und jedes Mal schildert er die Umgebung. Das erste Mal schildert er sie in dem Bus. Das habe ich hier nicht reingebracht, weil es allzu viel ist für den Interessierten. Ist es vielleicht interessant, aber nicht für den, der das Buch nachher liest. Das erste Mal war er im Bus. Er schildert die gesamte Situation erstmal, wie er im Bus war.
Und das zweite Mal war er hier vor dem Kamin und hatte vorher sehr viel gearbeitet. Wieder schilderte er seine Episode. Das heißt, das Ganze, wo das stattgefunden hat. Und wenn wir das ausschließen, wenn wir unser Leben nicht ganz erleben, weil wir die Dinge ausschließen, können wir uns niemals in diesem Bereich unseres Gehirns so weit entwickeln, dass wir außerhalb von Raum und Zeit die großen Erkenntnisse erkennen, erfassen und mit hinübernehmen. Weil wenn wir hier schon trennen zwischen dem rein intellektuellen Wissen und dem, was ich im Wissen erlebe, wie soll ich da je diese andere Kraft in einem anderen Raum erfahren und sie mit rübernehmen? Wie soll ich das? Ja, warum erzähle ich das jetzt so genau? Ganz einfach. Weil in der Meditation passiert das. In der Meditation nähere ich mich erstmal an. Ich nähere mich dem spirituellen Lehrer an. Ich mache das, um mich ihm anzunähern. Ich sitze da nicht einfach, möglichst, das sollte ich nicht tun, mich einfach ruhig hin und entspanne mich. Sondern ich nähere mich durch die Liebe und Gnade meines spirituellen Lehrers oder meiner Religiosität, kann man auch so ausdrücken, nähere ich mich dieser Räumlichkeit an, in dem mein spiritueller Lehrer sich aufhält. Dann habe ich die Episode. Ne? Die brauche ich. Es ist also ganz wichtig, wenn ich erfolgreiche Meditation haben will, dass diese Episode funktioniert. Deshalb sollte man ja auch, bevor man meditiert, einen guten Text lesen, um sich mit der geistigen Welt auseinanderzusetzen, um diesen Raum zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn ich schreibe, ich persönlich jetzt, dann bin ich immer sehr stark mit Leuten verbunden, die schon tot sind, die aber ein Riesenwerk haben, und ich verbinde mich mit ihren Werken und mit ihren Lebensgeschichten. Warum? Weil ich da nicht in meiner eigenen persönlichen Erinnerung und mit meinem eigenen sehr begrenzten Studium zu tun habe, sondern mit der gesamten kosmischen Weltgemeinschaft. Und die ist sehr wichtig, die trägt mich. Wenn ich also eine Aufgabe habe, die größer ist, ja, und der Mensch hat die Aufgabe, weil er ist größer als der Rest der Schöpfung, dann muss ich mir integrativ vorstellen, dass ich nur ein Teil von der gesamten Menschheitsfamilie bin. Und dann komme ich in meinem persönlichen Werk vorwärts. Wenn ich das nicht mache, verhungere ich. Das ist mal die erste Erkenntnis, die ich haben muss. Jetzt muss ich noch eine zweite haben. Jetzt muss ich ganz kurz mal erinnern, unter was ich eigentlich leide. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinen verfolgten kleinen Babys. Und unter was haben die gelitten? Er schildert das am Ende seines Vortrags sehr genau. Und er arbeitet das ganze Leben an eurem Werk und dann ist da ein Kritikhai nach dem anderen. Die Leute haben noch nicht mal euer Werk gelesen, geschweige denn sich mit dem Werk in Wirklichkeit befasst, geschweige denn sich mit euch auseinandergesetzt. Aber das sind die größten Kritiker, verdienen unter Umständen noch Geld dafür. Ja? Also unter dem muss man sagen, kann so ein Mensch gewaltig leiden. Jetzt, unter was hat er eigentlich gelitten? Missgut. Hier, ihr braucht nur schnell die Seite durchgucken. Ja, deswegen habe ich euch das ja so nett hingelegt. Habe ich ja nochmal extra für den Leser gemacht. Zum Schluss habe ich nochmal aufgezählt: Macht, Ruhmsucht, Geldgier, Missgunst, aggressives Verhalten und Triebhafte Lust. Ne? Damit man ganz schnell mal sehen kann, was ist eigentlich mit diesem Menschen passiert. Worunter hat er gelitten? Was hat Meister Eckhart gemacht? Meister Eckhart hat enorme Fähigkeiten gehabt, seine inneren Räume zu beschreiben. Am Ende wurde er durch einen Feind, der er Jahrzehnte, hat er den wie so eine Klette an sich dran, wie eine Zecke, wurde überhaupt nicht wieder los, hat er die Inquisition erfahren müssen sogar. Selbst das Tribunal hat er überstanden. Aber komischerweise auf dem Rückweg war er verschwunden. Ich nehme an, er ist auszusehen. Nicht irgendwo runtergestürzt. Denn wer die Inquisition überstanden hat, der hat eigentlich alles überstanden zur damaligen Zeit. Aber komischerweise ist er auf dem Rückweg verschwunden.
Man muss sich fragen, was ist aus einem Feind geworden? Wo war der inzwischen? Und wieso? Der Schöpfung kommt es nicht darauf an, dass du stirbst. Egal wie du stirbst, auch nicht, dass du Märtyrer wirst. Ja? Es kommt der Schöpfung nicht darauf an. Es kommt der Schöpfung darauf an, dass du realisierst, um was es geht in deinem Leben. Und wichtig ist, dass man sich, während man an seiner Aufgabe arbeitet, über seine faulen Eier, die man nicht ausgespuckt hat, Rechenschaft gibt. Weil, wenn man sie ja nicht weiß, dann gären sie ja in einem rum. Ne? Ist doch interessant, oder? Also mal ein bisschen, 5 Minuten sich ein bisschen hinsetzen und sagen, was ist eigentlich mein Problem? Und dann ein paar Vorbilder raussuchen, die auch das Problem haben. Das gibt ein sehr tiefes Gefühl von Verbundenheit. Ein tiefes Gefühl von Verbundenheit. So, diese Leute waren alle geschützt, die haben sich entwickelt, das Werk lebt heute noch. Warum sollen wir da nicht Hoffnung bekommen? Und einfach an dem großen Teppich, woran die gewoben haben, einfach weiter weben. Warum nicht? Ne? Das regeneriert uns. Mit all dem befassen wir uns, wenn wir diesen mächtigen Baum in uns tragen. Dieses Bild. Ist ein mächtiger Baum gefallen? Er steht auf, er wächst, er lässt sich durch nichts, durch keinen einzigen Parasiten von dem abbringen, dass er wächst. Und wenn er dann fällt, was nicht zu verhindern ist, dann lässt er sich nicht davon abbringen, den Rest von sich in die Asche zu geben. Und das macht Sinn. Also ist es ein archetypisches Bild von Anfang und Ende unseres Lebens, in dem sich sehr viel abspielt. Die Auseinandersetzung mit dem Aufgeben unseres Egos, die Veraschung, die Auseinandersetzung mit dem Fließen, das immer weiter wachsen, während das Leben fließt, und auch die Auseinandersetzung mit der Akzeptanz, dass wir alle unseren Zenit irgendwann überschreiten. Und dieser Zenit ist einfach da, den können wir nicht verändern, der gehört zu unserer Entwicklung. Was eigentlich nur zerfällt, ist ja nur die physische Hülle. Die Erinnerung, die wir pflegen in den verschiedenen Räumen, die bleibt. Und auf die kommt es an. Und in diesem Teil unseres Gehirns pflegen wir eine Erinnerung, die uns aus dem Raum herausführt. Noch nicht so weit, dass wir vollkommen im leeren Raum sind und in den Raum hineingucken. Aber wenigstens, dass sie uns aus dem Raum unserer Begrenzung herausführt. Dafür ist diese Kraft. So, und jetzt haben bestimmt manche von euch das Gefühl, oh, das ist ja interessant, da muss ich dran arbeiten. Natürlich ist es gut, wenn ihr das habt, das Gefühl. Dann hört man sich immer wieder die Geschichte an, dann überlegt man genau, wo man abstürzt und wo man nicht verfolgen kann. Und dann zur Not kann man ja auch sagen, ich nehme mal den regressiven Kreis 5, ne? Das ist hier aufgeschrieben, 5 Linde, 14 Pappel und 23 Lebensbaum als Mischung. Oder wie wir das immer schon besprochen haben, wenn ihr denkt, ihr seid ein ganz schwerer Fall, dann nehmt ihr einfach das homöopathische Mittel. In diesem Falle ist Drosera ein sehr gutes Mittel. Drosera ist eine Pflanze, der Sonnentau, die ist bekannt dadurch, dass sie auf Moorgründen wächst. Sie hat keine tiefe Wurzel. Sie lässt sich sehr schnell ausreißen. Schon alleine, weil sie so klebrig ist, klebt sie an meinen Fingern und ich reiße sie aus. Sie hat nicht wirklich tiefe Wurzeln. Sie fängt Fliegen. Sie beschäftigt sich immer mit den negativen Sachen dieser Welt, im übertragenen Sinn. Und das ist ein Mittel, was wir brauchen heutzutage, weil wir uns immer mit diesen Clans herum, sage ich mal, plagen. Clans, ja? Familien, Gemeinschaften, Berufsgruppen, solche Sachen, ne? Studien, Lehrer, überhaupt Lehrer, nicht? Das ist ein Riesenclan. Diese Clans zersetzen unser Gefühl für unsere Zukunft. Und das ist alles Sumpf. Und wer das hat, ich kann euch sagen, ist kein schönes Gefühl. Man ist nicht frei. Man kann überhaupt nicht in Ruhe arbeiten. Man ist ständig von diesem negativen Geklebe emotional beschwert. Und ich kann euch garantieren, nehmt das Mittel und nach 10 Minuten ist es weg. Ja, ist einfach weg. Ne? Gut, es kommt wieder, dann nimmt man wieder das Mittel. Ist wieder weg.
Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, denkt man, es ist weg. Und dann sieht man das bei jemand anders und denkt, der hat's. Und das Einzige, was man tun kann, man gibt ihm das ab. In der heutigen Zeit ist das ja sehr wichtig, dass viele von diesen klaren Problemen befreit werden. Weil es ist die Sippe, die uns hält. Und wir machen alle mit der Zeit zu Zeit sehr intensiv einen Individualprozess durch. Jetzt klebt die Sippe an uns. Die Sippe will unseren Idealprozess mitmachen. Ja? Vielleicht, weil sie zu faul ist, ihren eigenen zu machen. Aber auf jeden Fall will sie gucken, wie geht das. Oder sie will auch einfach nur stören, je nachdem, was hier so steht. Ne? Könnt ihr euch ja aussuchen. Aber auf jeden Fall klebt es. Ja, und das belastet. Und das bringt uns dazu, auch nicht mehr in Ruhe zu meditieren, weil es ist alles um uns rum, es ist in uns drin, ne? Es summt in unseren Kopf rum, sogar nachts. Dieses Mittel ist sehr zu raten. Was lachst du? Ich sag Katastrophe, es ist so wie es ist. Die Lösung liegt ja in der Natur. Ne? In der Natur der Sache. Drosera, ja, das ist Sonnentau. Ist das nicht schön? In der Natur ist alles zu finden. Man muss es nur kennen. Man lässt sich auch wirklich nur beeinflussen, wenn man keine tiefe Wurzel hat. Keine Wurzel hat, weil man sich nicht erinnert. Sonst würde man das ja überhaupt nicht merken. Ja? Man würde es ja gar nicht merken. Ja, da haben wir wieder einen tollen Abend gehabt. Ne? Ihr seid ganz fröhlich, anders als letztes Mal. Da wart ihr jetzt sehr nachdenklich. Ne? Jetzt macht sich da eine Tür auf. Jetzt muss man eigentlich nur noch ein bisschen arbeiten. Ne? Ein paar gute Vorbilder abtasten, worunter hat der eigentlich gelitten, damit an diese Belastungen hier in den Kopf reinkommen. Sie müssen präsent sein. Also das heißt, am Ende der Woche müsste man wissen, was alles belastet. Ja? Den belastet das. Einfach nur zum Üben, damit es selbst in einem klar wird, dass einen das nicht mehr belasten darf. Das wäre eine gute Übung. Und dann wird es umgekehrt ins Positive. Ja? Dann wird das gelebt, was hier steht. Also nehmen wir mal an, Meister Eckhart hat unter Missgunst gelitten. Ja? Dann muss er nur Folgendes machen. Das würde ich ihm jetzt raten, wenn er noch am Leben wäre. Bin so frech. Ein Gönner zu sein, wirkte vielleicht gegen die dunkle, zerstörerische Gewalt, die im Stillen den unguten Geist der Missgunst wieder und wieder neu erschaffen. Ne? Also der missgünstige Leute um sich hat, der muss einfach nur ein Gönner sein. Gönn ihnen ihre Missgunst. Ne? Und bleib immer großzügig. Zieh dich nicht zurück in deiner Großzügigkeit, nur weil das jemandem nicht gefällt. Das macht man ja dann oft, ne? Wenn es jemandem nicht gefällt, dass man großzügig ist, was macht man? Man zieht sich zurück in dieser Fähigkeit zu verschenken. Falsch. Ne? Was macht ein Mensch, der unter Macht leidet? Das steht ja hier. Achtsamkeit. Wenn aber der Mensch durch Macht belastet wird, was macht er mit seiner Achtsamkeit? Er geht davon weg, er bekommt Angst oder er fühlt sich gedruckt durch diesen mächtigen Menschen. Er fühlt sich zitternd. Er verliert seine Kraft, vollkommen im sich achtsam zu sein. Dementsprechend verliert er den Boden unter den Füßen. Und auch den wichtigsten Schutz seines Lebens. Weil mächtige Menschen brauchen nur eine einzige Medizin. Das ist die Achtsamkeit. Die spüren sie. Die spüren sie. Und die verwandelt sie. Stattdessen ziehen wir uns zurück. Weil es das unbewusst ist, weil wir gar nicht wissen, dass wir unter dem leiden. Also Wissen ist etwas Wichtiges für uns. Wir müssen diese Dinge erfahren. Wir müssen über unseren Emotionalkörper Bescheid wissen. Gut, wenn wir jeden Abend hier meditieren kommen, hören wir auch so viel, ne, in den Reden. Wir hören immer, auf was es ankommt. Meditation löst uns von diesen Dingen. Aber trotzdem, es ist immer auch eine Ausbildung des Geistes, auf die wir hier sehr viel Wert legen, damit wir möglichst auch besser meditieren können. Die Meditation verbessert sich. Einige von euch haben mir das schon bestätigt, wenn man sich diese Dinge bewusst macht. Ne? Ja, in diesem Sinne möchte ich euch sehr, sehr herzlich danken, dass ihr hier wart. Wer Appetit bekommen hat auf die ersten 5 Abende, kann sich das auf Video noch zu Hause reinschieben. Haben schon mal gemacht, habe ich gesehen. Und ansonsten machen wir nächste Woche so weiter. Wir haben nächste Woche die Geschichte im Bad des Heiligen Wassers. Da kommt die höchste Erinnerung. Da gehen wir ganz raus aus dem Raum und gucken zurück.
im tiefsten Sinne erlöst von irgendwelchen Erfahrungsmustern, sondern nur noch erfahren, was es eigentlich heißt, vollkommen frei zu sein durch die Gnade in der Lehre. Und das machen wir das nächste Mal. Dann haben wir unsere 7 Aspekte hinter uns. 7 ist eine heilige Zahl, das ist ein ganz abgeschlossener Teil. Und ihr werdet, wenn ihr zurückguckt, in den Geschichten sehen, dass diese sich wie eine Schlange in den Schwanz beißen. Immer wieder kommen sie ähnlich zusammen. Ne? Heute haben wir wieder die Asche gehabt, letztes Mal haben wir das gehabt und alles hängt miteinander zusammen. Mhm. Vielen Dank, dass ihr also aufmerksam wart. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Dankeschön.